Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Show vom Diablo 3 auf der PTR. Ja, es gab gute Neuigkeiten, es wurden ein paar neue Entwickler gesucht, vielleicht jetzt schon eingestellt, die eventuell irgendwas Spezielles machen. Ich hoffe auf einen neuen Patch zumindest, vielleicht auch ein neues Add-on oder so. Oder Diablo 4. Auf jeden Fall bin ich so richtig motiviert wieder. Und ja, PTR macht Spaß. Es ging schon fast zu schnell. Ich konnte so schnell eigentlich nicht mehr wieder eine Aufnahme planen. Jetzt bin ich nämlich schon 70 und habe ein paar Paragon-Levels geschafft. Und ja, ein paar Items gefunden. Ihr seht zum Beispiel Tusken Theo leider nur 67er, nicht 70er Level. Aber macht nichts. Ist genug stark. Zu dem Masters Set habe ich zu zwei Teile voll. Hier habe ich Gevater Grins. Ist ein netter Helm eigentlich, weil es immer wieder castet. Also Attacken castet. Hier sogar uralt. Ja, die sind schon was fast gesetzt. Ja, und ich greife mit Geistersperr für Seelenquell an momentan. Ist am stärksten für mich jetzt gerade. Und hab allerhand Summons dabei. So, wir nehmen einen Flechtring, können nur einen nehmen und gehen mal kurz ins Goblin Level. So, ja, die muss ich dann auch noch machen, mache ich dann auch sobald wie möglich. Und ich will noch einen Ring, einen Edelstein reintun. Ja, muss ich schon fast. Hat noch Low hier alles. Ah, was? Ressourcen, Kosten. Brauche ich nicht. Ich brauche. Ja. Abklingzeiten, hä? Ja, komm, es ist egal. Ich mache einen Lebenstein rein momentan. Weil ich so wenig brauche. Gut. Knopf gedrückt. So. Ja, das geht relativ gut schon. Also manchmal denke ich, es ist ein bisschen noch schwach. Also die Sams sind nicht immer so toll stark, aber Zauber sind stark. Kann man viel damit machen. Und ich habe ein guter Bild gefunden, also das wird sowas im Hart stark sein. Und einen, der einfach zum Fun ist, den mache ich eigentlich jetzt momentan eher so. Deshalb spiele ich ja PTR zum Ausprobieren von Builds und Bugs und solche Sachen zu finden, zu reporten. Ja, ich bin eher so nicht der Erfolgsspieler oder so, sondern eher so der Helfer. So. Gut. Oh. Ich muss jetzt mich um. Ich habe immer die Schnelligkeit, also. Sag schon. Geist, also. Muss gut schauen. Ich spiele eben nicht so viel Diablo 3. Geisterwandler, genau. Ich wusste etwas mit Geister, aber nicht mehr was. Genau. Passt ja eigentlich nicht dazu. Okay. Man wandelt schon.
Ah ja. Auf diesen ja. Kein Problem für uns. Der trifft auch immer aus. Wie das aussieht! Cool! Ich mag den Helm. Das ist vom Helm, also wenn er. Wenn ich diese Form habe, dann tue ich extra Zauberkasten sozusagen. Also einer tut für mich den, die Zauberkasten. Und es sind zwei, oder? Ich verstehe gerade nicht wie viel, aber. Ist krass! Schaut euch mal diese Arme an. Es geht noch mehr. So, schauen wir mal. Die Hosen, die habe ich, glaube ich, noch nicht auf Level 70. 58. Gut. Raufbord, Handschuhe. Hat Armschienen. Den raus. Den rein. So. Die Armschienen, also die Schulterpanzer brauche ich nicht. Ja, toll. Mache ich den mal rein. Ja. Natürlich nicht so viel, aber gut. Hallo. Jo, also, dann machen wir die Kopfgelder jetzt. Warte mal. Machen wir einmal eine High Rift. So, schauen wir gerade mal. Also ich bin T5. Machen wir 28. Aufwerten. So. Schauen wir mal. Das ist gerade ein schlechtes Gebiet. Ja, ist einfach. Diese Feinde sind unglaublich. Also ich muss mich jetzt wieder anpassen an Seelenernte, genau. Aber ich aktiviere es manchmal ohne Gegner und das bringt's. Das ist eine blöde Umgestaltung des Spieß dies, wenn man da die ganze Zeit ernten muss. Bin ich jetzt nicht so gut zur Zeit. Also mehr Reichweite hätte ich vor allem gewünscht. So. Jump down. Ja, ist fast zu leicht, hä? Hab halt neue Ausrüstungsgegenstände bekommen. Und Tsunimasa Set Bonus. Nein, oder. Da doch. Hab ich jetzt kürzlich bekommen. Schon länger keine G-Rifts gemacht. Weil ich. Ich glaube, ein Akt 1 Kopfgeld gemacht habe und mehrere Folds gemacht habe und so. Ja, die Gefahr der Grins habe ich ja auch, ja. Zwar nicht viel Schaden, aber ist gut. Wieder Skelett. Oh.
Ja, bei diesem Gegner muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen tricksen. Mit fettischer Armee kann man sich schützen. Schnell durch, ich muss es finden. Wo ist der Ausgang? So, reg nicht auf. Hallo. Willkommen in der Hölle des Hexendoktors. Easy. Gebt mir mal ein bisschen mehr Set-Teile. Ja. Ja, sicher. Gut, dass ich so viel aushalte. Sonst hätte ich da mehr Sachen gebraucht, um so hoch zu kommen. Es ist ja noch nicht hoch, aber wenn man so wenig spielt, ist es schon recht gut, wenn man so schnell vorwärts kommt. So. Ich bin ja ein Gardens Tages Let's Player. Deshalb habe ich sehr wenig Zeit zum Spielen. So, Dele. Nochmals Enten. Du kommst auch noch ein bisschen Dusche. Oh, schön. Wunderbar. Hoppala. Aha. Noch einer. Aha. Ja, sicher. Okay, mal ein bisschen HP. Ein Laser-Spammer, das ist immer das Problem. Komm schneller. Yes, yes. Tschüss. Eine perfekte Attacke. Oh, schön. Süß. Was nicht gelernt, ja. Schnell Gedanke ist. Was? Rasch, Gro. Gut. Machen die Schaden. Jetzt habe ich zwar den Schrein nicht mehr, aber... Na gut. Lecker Brühe. So, oh, nur ein Amulett. Schön, euch zu sehen.
Ja, Pet. Edelstein hoch. Schau. Noch einmal. Ja, noch zwei Chiefs. Oh, nochmal Taske. Der Taske unter Theo. Danke. So, Schuhe. Schuhe. Ein Schnitt, das kann ich mir ja, nicht leisten. Ja, sicher. Ach komm. So. Schauen wir mal die Tasken an. Lol, das ist Schwäche. Der ist nicht so gut gerollt, aber. Ah, wegen kritischer Treffer. Ist trotzdem besser. Natürlich. Der Blutsbrut in Urat. Ja, ja. Also ich werde die Tasketeer für den Würfel vielleicht aufbewahren. Ja, ja. Muss hier mal schauen. Oh, so Schrott. Weg da. Krems. Und das ist der Blutungs. Ja. Den habe ich schon auf dem Crusader. So, eventuell werde ich switchen auf Hellenzahn. Aber ich brauche die Brustpanzer, also ein anderes Ding von Sunny Master, damit ich die Pets trotzdem habe. Die ja, fertig haben wir. Okay. Ja, dann sehen wir uns wieder nach einem Update und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.